Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017 und einen wunderschönen guten Morgen im amerikanischen Outback. Wir sind bereits in Folge 320, haben uns eine Ladung Fleisch geschnappt. Der Preis ist zwar nicht mehr so super grün, sondern noch ein schönes Weiß und deswegen werden wir die Gelegenheit nutzen und unser Fleisch auch noch verkaufen, weil wir wissen, dass wir noch als nächstes eine Ladung Schweine wieder in die Produktion geben und dann eh schon wieder neues Fleisch kommt. Und deswegen werden wir den ganzen Spaß mal nutzen. Und den ganzen Spaß werden wir dann auch gleich nutzen, da wir uns eben noch um die Tiere kümmern müssen, sowohl der Sauberkeit wie auch der Futtergeschichten, glaube ich auch. Aber wir gucken einfach mal. Werden wir gleich die Gelegenheit nutzen, noch eine Runde Schafe dazu zu kaufen, weil wir festgestellt haben, oh, da habe ich ein bisschen LKW angekratzt, weil wir festgestellt haben, dass wir ein ziemliches Vermögen machen konnten mit unseren Stoffballenverkauf. Das war ja also, ne? Das war ja schon fast nicht mehr schön, so viel Geld war das. So, gut, aber das werden wir jetzt alles auch machen. Wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal, ne, eine Runde das Fleisch noch weg, dann gibt es Kohle, dann gibt es Schafe und dann gibt es Schweine zur Viehverwertung und dann gucken wir mal. So simpel ist das Ganze. Wir können auf dem Feld nicht so super viel machen. Wir können jetzt gleich mal gucken, was der Grubber so macht und wie weiter ist. Das sollten wir unbedingt auch, weil er ja nicht weiterfahren soll wie das Gedüngte. Und ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier überall gegenfahre. Er ist ja schon wieder rumgezogen. Naja. Los, fahr da noch eben hin. Ich will das Abladen starten und dann eben rüberspringen zum Grubber. Dass ich den rechtzeitig anhalte. So. Und da ist es raus. 198.000 ist geworden. Das ist sogar ein ganz kleines bisschen mehr, wie ich dachte. Und wir sind beim Grubber. Leider auch schon weiter, wie ich dachte. Das heißt, was ich jetzt hier machen muss, ist, wenn er sich nicht mal festhaken würde beim Drehen. Wir werden jetzt gleich wohl noch was machen müssen. Ich weiß nicht, ob er das von alleine macht oder nicht. Ich werde hier mit dem Streudünger noch einmal knapp dran langfahren. Das werde ich jetzt machen. Und dann werde ich mit dem Grubber den nochmal ansetzen für ein, zwei Bahnen und hoffe, dass er das nochmal unterarbeitet. Das ist jetzt der Punkt. So. Wir machen natürlich die Spur hier selber. So. An den Spaß. Ich hoffe, dass das also klappt. Weil der eine Part ist dadurch jetzt schon zum dritten Mal gedüngt. Was eigentlich die Sämaschine machen sollte, ne? Aber ich hoffe, dass das funktioniert. Wir schauen mal. Von der Breite her müsste ich ihn gleich auf jeden Fall nochmal zwei Bahnen fahren lassen, den Grubber. Und wir können auf jeden Fall die Sämaschine noch eine Runde anschmeißen. Das sollte eigentlich gehen. So, ja, dann ist das natürlich noch dazwischen gekommen. Aber wie gesagt, wir können natürlich das Feld so weit, wie wir es hier haben, auch machen. Ne? Das ist ja nun mal einfach so. Mit dem Regen stehen ja nur leider die Drescher still. So, den lasse ich dann auf der Seite hier stehen, weil wo oder auf welcher Seite er steht, ist eigentlich Schnuppe. So, wir machen den aus. Wir fahren jetzt zur Seite. So. Das ist die Sämaschine. Die könnte ich theoretisch gesehen anschmeißen. Und wir müssen den Grubber gleich nochmal ein paar Spuren machen lassen. So, erstmal müssen wir die hier schön auseinanderklappen. Da fängt er schon mal an. So. Das sieht gut aus.
Wir hüpfen zur Seite, weil wir nicht im Weg gehen. Habe ich schon fast im Gebüsch versteckt. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir ihn hier einen Teil nochmal grubbern lassen können. Und zwar am besten das, was ich nochmal übergedüngt habe. Sprich so ab hier oder so. Macht er das? Will der Helfer das? Gucken wir mal. Nein, Helfer sagt, Arbeit war voll. Gut. Das sagt aber nur der Helfer und ich nicht. Heißt, wir dürfen tatsächlich jetzt, ja okay, wir haben die Wurst verkauft, also Fleisch verkauft, das sollte also nicht das Ding sein, aber wir müssen jetzt tatsächlich hier noch ein bisschen nacharbeiten. Und so wie es aussieht, von Hand. Ich hoffe, dass das funktioniert. Kann man schlecht sagen. Ja, natürlich ist hier ein bisschen rübergerutscht, wollte ich gar nicht. Wir müssen jetzt natürlich auch aufpassen, dass uns die Sämaschine nicht einholt, weil die ist, glaube ich, mit wie viel unterwegs? Dreht sie gerade? Ja, 14, 15 unterwegs. Ne? Das ist natürlich schon ganz ordentlich. Ich orientiere mich jetzt nicht nach einer geraden Bahn, sondern nach meinem schief gedüngten, wie ihr da seht. Ne? Das ist halt der Punkt. Wenn alles gut läuft, fahre ich jetzt leider einmal wieder zurück. Einmal wieder hin und dann macht er den schmalen Streifen da irgendwann alleine. Vorne sieht das irgendwie noch aus wie Stoppeln. Hat er da einen Teil nicht. Hat er da einen Teil nicht gegrubbert? Da muss man auf jede Kleinigkeit hier achten. Ich glaube, der hat die eine erste Spur gar nicht gemacht und muss da die Sämaschine auch nochmal drüber. Also wir sind jetzt wohl doch erst nicht bei allen unseren Tieren, sondern irgendwie erstmal dabei, den Spaß hier zu korrigieren, was der hier so schönes angestellt hat. Das ist ja fürchterlich. Hat er da eine komplette Drehung gemacht und ist einfach abgehauen. Das ist echt hart. So. Ich wollte hier auch nicht so viel rumeiern. So, einfach mal der Kante lang folgen hier. Und das müssen wir dann gleich nochmal für eine halbe Spur machen. Und dann müssen wir echt da vorne auch nochmal ansetzen. Das ist ja echt komisch. Wir müssen wahrscheinlich auch noch die Sämaschine anhalten. Weil vielmehr wie eine weitere Spur. Ja, zwei. Okay, wir arbeiten sie jetzt ja gerade. Zwei Spuren kann sie vielleicht noch machen. Ja, ist schon alles kuriös, ne? Ja. Aber wir kriegen das alles hin. Wird mal ein bisschen hier wieder selbst gemacht und nicht ganz so viel Helfer. Und das mit dem Helfer da, das muss man sich natürlich merken. Dass er da ein bisschen am Abschmieren war und einen Streifen nicht gemacht hat, ne? Gedüngt hat er ihn wahrscheinlich, grubbert nicht und damit haben wir ihn natürlich jetzt auch wahrscheinlich gesät. Natürlich alles nicht so schön ist. So, wir sehen jetzt ungefähr die Breite da, wie viel gesät ist.
Müssen wir natürlich gucken, wie weit macht er den Streifen jetzt und wie gut kommt er uns jetzt hinterher. Ne? Jetzt müssen wir die Seemaschine halt noch einen Tick eher anhalten. Also ich würde sagen, er kann uns hinterherfahren. Den Streifen, der ist noch gegrubbert sozusagen. Und dann hört es auch langsam auf. So, wir kriegen das aber alles hin. Wir werden gleich den einen Streifen noch fahren. Die eine Spur macht er dann der Helfer noch selber zu Ende dann. Ist die Frage, ob wir so lange Zeit haben, um den anzuhalten. Das müssen wir vorher tun, ne? So sieht es halt aus. So. Ein paar Meter noch, haben wir die Bahn auch. So, bei dieser Lenkgeschichte muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, dass der Junge hier ziemlich zackig unterwegs ist. So. Das heißt, er ist schön auf dem Streifen hier lang. Bin zu weit rüber. So. So, sollte ich ungefähr hinhauen. Ja, wie gesagt, ich fahre hier alles mit der Hand. Hier ist kein GPS und nichts am Start. Das ist alles hier. Oh, da bin ich schon ein Stückchen zu weit rüber. Schon wieder. Das kostet uns halt einfach nur einen Streifen in der Mitte, der vielleicht nicht gedüngt ist, das ist das Problem. Okay. Er ist da jetzt auf dem Rückweg. Das sieht gut aus. So, dann muss man gucken. Jetzt müsste ich eigentlich den Helfer aktivieren können. Das kann ich auch. Jetzt springe ich hier rüber, stelle mich vor ihm hin. Ja, du bist blockiert. Jetzt bin ich in ihm eingestiegen. Und mit ihm fahren wir die Bahn jetzt zu Ende und dann halten wir ihn an. Dann müssen wir die eine schmale Spur dann noch machen. Ich weiß jetzt nicht, wer von uns jetzt schneller am Ende ist. Weil die Bahn zu Ende machen, müssen eigentlich beide. Und da muss ich echt mal gucken, wo man die eine Spur nicht gemacht hat. Er fährt noch, er ist noch nicht am Drehen. Das ist gut so. Können wir natürlich unterstützenderweise gucken. Sehen wir auf der Minimap ja auch, dass der Schura da oben noch nicht da ist sozusagen. So, wenn er die Bahn hier jetzt zu Ende hat, so, nehme ich jetzt, mache ich ihn aus. So einfach ist es. Die Minimap kleiner. So. Jetzt skippen wir mal fix durch zum. Da haben wir ihn. Da kommen wir genau pünktlich an, das ist gut. So. Und auch hier geht der Helfer jetzt aus und den übernehmen wir jetzt. Und jetzt gucken wir uns mal die erste Spur an, was jetzt hier schief gelaufen ist. Stoppeln. Es sind einfach Stoppeln da, warum auch immer. Ich muss jetzt natürlich einmal gucken, ob ich hier. Wow! Also, man muss sich an ihn echt erst gewöhnen. Er ist echt ein ziemlich zackiger Lenker, ja? Das macht das natürlich nicht unbedingt einfach, hier optimal ranzufahren. So. Ich gucke mal, ob von hier den Helfer
von hier die Spur macht, von dieser Seite. Ob er dabei bleibt und deswegen müssen wir dabei bleiben. So sieht es leider aus. Aber ihr seht ja selber. Ja. Hier ist der Stoppelstreifen, den wir nicht haben wollen. Ne? Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob der bis zum Ende durchgeht oder wie weit er jetzt fährt, bis er wieder stockt oder aufhört. Anscheinend, ab und zu hatten wir es schon mal auch früher auf anderen Karten, dass die halt Probleme dabei gemacht haben. Aber wir schauen uns das jetzt einfach mal eine Runde an, ob er die Bahn zu Ende macht. Wenn er die Bahn so zu Ende macht, dann machen wir da nochmal die Seemaschine drüber. Und hoffen, dass das dann soweit ist. Und dann sind die beiden eh fertig. Dann können wir die an der passenden Stelle hinsetzen, damit sie ihre neuen Bahnen anfangen können. Und dann war es das. Dann können wir uns dann wieder um die Fleisch-, Schafe-, Tiergeschichte und sowas kümmern halt. Ne? Aber wie gesagt, zuerst ist halt wichtig, dass er hier den Part macht. Ne? So. Ein Stückchen haben wir ja schon von der Bahn. Nicht ganz die Hälfte. Wir lassen ihn mal sein Ding tun hier. Ja, aber während er sein Ding tut, sind wir auch leider schon mit der Folge wieder am Ende. So schnell geht's. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch über ein Teilen und ein Abo sehr freuen. Und jetzt sage ich schon mal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche, Ideen, Kommentare habt, schreibt das halt einfach in den Kommentarbereich. Ich versuche da mal relativ schnell darauf zu antworten. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.